Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt auf ein Dalton-Video. Denn ab heute bis zum 17.12. habt ihr wieder 20% auf alles mit meinem Code. Ich werde euch in diesem Video ein paar Geschenkboxen vorstellen. Es gibt 4 Stück, die man dort jetzt kaufen kann und mein Rabattcode wird zusätzlich drauf gelten und ich habe gedacht, das ist ganz interessant für euch. Außerdem zeige ich euch die Sachen, die neu bei mir eingezogen sind, beziehungsweise mein Nachschub von Dalton und ja, so ein bisschen über Dalton plaudern. Falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Es ist wieder soweit. Dalton hat mir wieder einen Rabattcode für eine Woche gegeben und das bietet sich richtig an, jetzt kurz vor Weihnachten, um vielleicht für sich selbst oder für die Liebsten noch ein Geschenk zu kaufen. Ne? Es gibt nämlich schöne Geschenkboxen bei Dalton und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen näher drauf eingehen, möchte euch die zeigen. 4 Stück habe ich hier, 4 Stück gibt es für unterschiedliche Hautbedürfnisse und so weiter. Ne? Und bevor wir uns die Boxen jetzt angucken, möchte ich noch ein bisschen was anmerken und zwar, jede Haut ist unterschiedlich, jede Haut hat andere Bedürfnisse, jede Haut ist anders belastbar und so weiter, ne? Und jede Haut ist halt einfach für sich zu betrachten, ne? Und deshalb könnt ihr nicht davon ausgehen, dass die Produkte, die bei mir sehr gut funktionieren, bei euch dann auch funktionieren. Dalton bietet deshalb einen Produktfinder Fragebogen an, da könnt ihr auf der Seite, es gibt ja Leute, die sind neu hier, ne? Die kennen Dalton nicht und da könnt ihr auf der Seite einfach mal so einen Fragebogen ausfüllen. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, euch bei Dalton zu informieren über euren Hauttyp und euch auch die passende Pflege in Form von Proben oder so zukommen zu lassen. Das ist ganz interessant und ich würde das an eurer Stelle einfach mal machen. Ich habe das auch damals gemacht, wo ich mit Dalton angefangen habe zu arbeiten und die haben mir dann eine ganz individuelle Pflege auf meinen Hauttyp zusammengestellt und das ist wirklich super gewesen. Ich konnte zugucken, wie meine Haut besser wird und das ist echt mal ein Unterschied zu dieser herkömmlichen Pflege, die für jede Haut geeignet ist. Es gibt auch noch andere Marken, das kann man dann mit jedem Hauttyp anwenden. Die Produkte sind auch sehr universell, ne? Ich sag mal, also ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Sensitivreihe momentan in Anwendung, weil ich meine Haut so ein bisschen mit anderen Produkten vermurkst habe sozusagen und rette das jetzt gerade wieder mit Dalton und genau, da konnte ich dann jetzt die Sensitivreihe anwenden. Es gibt aber Leute, die können ausschließlich die Sensitivreihe oder die Kuperose-Reihe und so weiter anwenden. Also es gibt unterschiedliche Hautbedürfnisse und unterschiedliche Produkte dafür. Alle Produkte aus dem Shop sind nicht gleich für jeden gut. Informiert euch da sehr gerne, ne? Das ist kostenfrei. Die Mädels von Dalton sind super lieb und helfen euch da und dann wisst ihr auch im Endeffekt, was braucht meine Haut eigentlich, ne? Das wollte ich euch unbedingt nochmal dazu sagen. Außerdem, bevor ihr jetzt in den Shop rennt und euch was bestellen wollt, ihr könnt bei jeder Bestellung Proben mit dazu bestellen, ne? Kostenlos. Da geht ihr einfach oben auf die Suchleiste auf der Webseite und dann gebt ihr Proben an, dann kommt ihr zu den Proben. Das Ganze sieht dann einmal so aus. Bei der letzten Aktion gab es keine Proben und ich vermute mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe hier nämlich einen alten Flyer und einen neuen Flyer und ich denke, dass sie das umgestellt haben auf diese umweltfreundlichere Variante und das Design ein bisschen geändert haben. Deshalb gab es, glaube ich, in der Vergangenheit dann jetzt bei der letzten Aktion keine Proben mehr, ne, weil das umgestellt wird. So bin ich mir ziemlich sicher, ich weiß es nicht genau. Genau, aber ihr könnt immer in den Warenkorb mit reinlegen, 2 Probenpackungen und 2 Probenpackungen heißt jeweils 5 Proben, ne? Dann habt ihr hier 5 solcher Proben. Also das ist jetzt, sind jetzt 2 und dann habt ihr immer 5, das heißt, ihr habt 10 Proben umsonst, wo ihr austesten könnt, auch für unterschiedliche Hautbedürfnisse. Es lohnt sich auf jeden Fall, bei jedem Einkauf könnt ihr die mit in den Warenkorb legen. Das ist super toll und da könnt ihr euch ein bisschen ausprobieren, ein bisschen gucken, wie vertragt ihr die Produkte. Hier ist auch immer reichlich was drin, hier ist zum Beispiel jetzt die Q10 Energy Maske und dann könnt ihr immer auch sehen, was die so kann und da steht auch immer ein bisschen was drin. Also die geben sich richtig viel Mühe, dass alles schön erklärt ist für den Kunden. Ja, da kann ich euch nur sagen, Dalton ist wirklich, wirklich gute Hautpflege und da werdet ihr auf jeden Fall einen Unterschied merken. Jetzt gucken wir uns mal die Geschenkboxen an. Also ihr bekommt 20% mit meinem Code auf alles im Shop, außer auf Geschenkkarten, ne? Und reduziert ist, da gilt das nicht. Diese Boxen hier, die sind auch reduziert. Die sind ungefähr, also 27 bis 28% reduziert, weil sie in einem Set sind. Sets sind immer reduziert bei Dalton, weil es halt eben günstiger ist.
ist. Und ihr habt halt die Geschenkpackung noch mit dabei, also diese Packung hier. Und mit meinem Code könnt ihr nochmal 20% obendrauf sparen. Das heißt, ihr habt im Endeffekt, wenn ihr die Produkte einzeln kaufen würdet, eine Preisersparnis mit dieser Box von 48%. Und das ist richtig gut, ne? Lohnt sich auf jeden Fall. Deshalb sage ich ja für euch oder für eure Liebsten. Und was ich so schön finde, die sind ganz, ganz neu, die Boxen. Ich habe mir die selbst also heute erst angeguckt. Take a look inside. Und dann steht hier hinten immer, was da drin ist. Also das ist zum Beispiel die Beauty Trend Lifting Box. Dann gibt es noch die Beauty Trend Glow Box. Ich will euch die gerade mal kurz zeigen. Die Beauty Trend Refining Box. Also da könnt ihr auch immer gucken wegen eurem Hauttyp. Und die Beauty Trend Hydration Box. Also unterschiedliche Hautbedürfnisse. Ich fange mal mit der Lift Box an. Also das ist die Beauty Trend Lifting Box. Und da sieht man hinten auch schon, was da drin ist. Ich mache das jetzt euch auch gerade mal auf. Da könnt ihr das aufziehen und da habt ihr hier die Produkte einmal drin. Und ihr seht es schon, ne? Die kleinen High Concentrates sind hier mit eingebunden. Das ist richtig gut. Also ihr habt hier einmal in der Lifting Box eine Originalgröße Extreme Lift Marine Filler Creme drin. Fürs Gesicht richtig toll, 50 Milliliter. Und dann könnt ihr auch die High Concentrates, ich sehe gerade, ein Spatel ist auch noch mit reingelegt, ne? Und dann könnt ihr die High Concentrates auch so ein bisschen damit kombinieren. Hier ist zum Beispiel das Vitamin C und das Retinol Serum mit drin. Das sind die kleinen Größen, 10 Milliliter. Da könnt ihr das mal mit austesten. Und das könnt ihr in die Creme auch mit reinmischen, ne? Und könnt dann auch einfach mal gucken, wie ist das für euch. Und ich finde, es sieht halt auch einfach schön aus als Geschenk, ne, für die Mama oder so. Und hinten seht ihr nochmal, was diese Produkte genau können. Wirklich richtig gute Infos draufstehen. Das finde ich so schön gemacht. Also mir gefallen die echt sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja. Ja, und das zieht sich jetzt halt durch, ne. Also da haben wir jetzt einmal die Lifting Box, dann kommt die Glow Box und die finde ich super spannend. Wir haben hier das Vitamin C Serum, die Q10 Creme und den Triple Hyaluron Booster einmal mit drin. Ja, und das sieht einmal so aus. Also genauso wie die andere Box, nur halt eben mit anderen Produkten. Die Q10 Energy Boost Creme habe ich noch nie probiert, um ehrlich zu sein. Und die werde ich mal ausprobieren. Da freue ich mich jetzt total, die mal zu testen. Bin ich sehr gespannt. Ja, also ich habe die Q10 Maske und die finde ich richtig, richtig gut. Und hier haben wir ein Vitamin C Serum, weil es gibt ja auch einen schönen Glow. Und vor allen Dingen da der Triple Hyaluron Booster, den finde ich auch mega gut. Den werde ich jetzt auch mal wieder einbinden. Ich habe jetzt momentan ein anderes Produkt offen gehabt. Und ja, ich kann nur sagen, der ist wirklich gut. Hier sind drei unterschiedliche Hyaluronsorten drin, sozusagen. Braune Alge ist mit drin, was Feuchtigkeit gibt. Und ja, das Vitamin C Produkt, also Vitamin C Serum, kommt beides mit einer Pipette. Schöne Größe, um das mal zu testen. Ja, und das ist halt eben das Set sozusagen für einen schönen, gesunden Glow. Bei Dalton ist es ja auch so, wenn ihr Kunde dort seid, ihr habt eine Frage, ihr könnt immer dort anrufen, E-Mail schreiben, bei Instagram, überall bekommt ihr Hilfe, wenn ihr nicht wisst, welches Produkt ist für mich jetzt vielleicht gut. Die Mädels sind super lieb, ne? So, und das nächste, das ist einmal die Refining Box, ne? Die grünen, ihr seht das schon. Hier ist das Niacinamid Serum, die Creme für mich Haut drin und ein Acelaid Acid Serum. Und das zeige ich euch jetzt gerade auch mal. So sieht das einmal aus. Hier ist einmal die Oyster Creme drin. Die Oyster Creme habe ich auch noch nicht verwendet. Das ist eine extra Creme für Mischhaut. Müsste ich auch mal testen, theoretisch, wie die bei mir ist. Muss ich mal gucken. Und dann haben wir hier einmal das Acelaid Acid drin. Das ist extra so für Unreinheiten mit Grünalge ist das und dann das Niacinamid Serum mit mikrobiomstärkende Grünalge. Also das ist halt, sag ich mal so, die drei Produkte helfen sehr gut bei Unreinheiten. Ich habe die Maske zum Beispiel, die Skin Balance Maske, die habe ich auch hier, also die habe ich mir jetzt auch wieder nachgeordert, die ist echt schon gut. Man merkt das wirklich, dass die Haut dann nicht mehr so nachölt, also die bringt die Haut schön in Balance. Gerade bei so einer öligen Mischhaut ist das auf jeden Fall richtig gut. Ja, sieht doch einfach schön aus. Genau, und das wäre jetzt so eine Box zum Beispiel, die ich mir kaufen würde. Also die würde gut zu mir passen, zu meinem Hauttyp zum Beispiel. Jetzt kommt aber die Box, die perfekt auf meinen Hauttyp passt. Also die Produkte funktionieren bei mir zum Beispiel richtig, richtig gut bei meiner Mischhaut. Und das ist die Hydration Box. Die ist sehr, sehr, sehr schön, ne? Wir haben hier einmal das Triple Ceramide Serum, meine Lieblingsfeuchtigkeitscreme und einmal der Triple Hyaluron Booster. Und diese Box ist halt so, sag ich mal, das ist
auch universal, das kann jeder benutzen, weil Hyaluron kann jeder, Ceramide kann jeder, ne? Und das ist halt so eine Box einfach für mehr Feuchtigkeit. Und diese Hyaluron-Urea-Creme, das ist quasi meine Wintercreme, die ich eigentlich regulär immer benutze. Die ist so toll, ich liebe die. Und ich, wenn ich euch was empfehlen würde, dann diese Creme. Das ist wirklich meine absolute Lieblingscreme. Die ist super, super gut. Und da habe ich auch direkt einen Unterschied gemerkt. Ihr habt in jedem Kästchen hier... ja, einmal ein Spatel drin. Und dann habt ihr hier, wie gesagt, noch das Triple Ceramide Serum und einmal den Triple Hyaluron Booster mit drin. Ja, und da muss ich ganz ehrlich mal sagen, das ist mein Favorit, die Box. Die und die grüne Box. Ja, obwohl die blaue, die hellblaue ist auch schön mit dem Vitamin C und... mit dem Hyaluron-Booster. Ja, ich glaube, also ich finde alle Boxen eigentlich gut, ne? Und da habt ihr halt so ein richtig schönes Geschenk mit diesen Boxen. Da könnt ihr euch oder euren Liebsten halt eine Freude mitmachen. Und spart noch 48%. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Boxen zu kaufen, anstatt die Produkte einzeln. Das sage ich euch gerade, ne? Ich habe auch mal nachgeguckt, also das... ja, lohnt sich definitiv. Ich habe jetzt auch Nachschub bekommen von Dalton. Ne? Ich zeige euch jetzt, ist quasi so ein Art Dalton-Haul, was ich heute für euch habe. Und zwar habe ich hier von der Sensitiv-Reihe nochmal nachgeordert. Das habe ich euch ja im letzten Video schon erzählt, dass ich ein bisschen jetzt auf die Sensitiv-Reihe momentan bin, weil ich mir die Haut mit einer Säure von einer anderen Marke ein bisschen versaut habe, die Hautschutzbarriere. Und da bin ich super doll begeistert. Ich habe hier diese beruhigende Creme Medium. Die ist super toll für den Tag. Und die hypoallergene Augencreme. Also ich muss sagen, die Augencreme, ich brauche keine hypoallergene Augencreme, aber die ist so schön, die lässt sich so schön verteilen und die zieht super ein und ja, fühlt sich einfach toll und luxuriös an. Ist duftstofffrei, das ist halt speziell, ne, sag ich jetzt, für sensitive Haut geeignet. Die Augencreme kommt, ich kann euch die gerade mal zeigen, meine ist jetzt noch ein paar Tröpfchen drin und dann ist die auch leer im Bad. Die sieht so aus, ne? Da habt ihr oben, ihr habt die Produkte immer mit einem Pumper meistens und das lässt sich super sauber dosieren und bis auf den kleinsten Rest bekommt ihr da auch alles raus. Das finde ich sehr gut. Ich mag so Produkte nicht so gern, wo man nicht alles rauskriegt. Aber hier bei den Dalton-Produkten kriegt ihr immer schön alles leer, weil da so Pumper drin sind. Und eins kann ich euch sagen, wenn es nur noch eine Marke geben würde, wofür ich mich entscheiden müsste, von all den Skincare-Marken, die ich je probiert habe, wäre das Dalton. Weil ich einfach weiß, dass die Sachen super sind. Ne? Meine Haut verträgt das. Ich habe einen tollen Ansprechpartner dort und man kann auch immer so ein bisschen wechseln. Die Haut verändert sich ja mit der Zeit auch so ein bisschen und man kann dann immer so ein bisschen gucken, passt man seine Hautpflege nochmal an. Die Mädels helfen einem und man hat halt einfach auch ein Dalton-Institut, wo man eventuell hingehen kann. Es gibt ganz viele Dalton-Institute und ich habe ja auch mal diese Gesichtsbehandlung bekommen von Dalton und das war so schön und ich denke so oft daran, denke mir auch jetzt so eine schöne Gesichtsbehandlung. Das war ganz, ganz toll. Da hatte ich so einen richtig schönen Glow über 2-3 Wochen. Das war super schön gewesen. Kann ich euch sehr empfehlen. Vielleicht das auch als Weihnachtsgeschenk, als Idee oder so, ne? So, und das nächste ist einmal hier von Dalton, das Face Care Instant Effekt glättendes Augengel. Ich liebe das, Leute. Ich liebe das und ja, meins ist jetzt fast leer, deshalb habe ich mir jetzt ein neues geordert. Das ist das Augengel. Wenn ihr sowas noch nicht probiert habt, testet das mal aus. Und das gebt ihr unter die Augencreme. Ihr habt hier oben, seht ihr schon, so eine kühlende, also so einen kühlenden Applikator. Und da könnt ihr das ganz schön unter dem Auge auftragen und habt halt gleichzeitig dieses Kühlende. Und hier habt ihr so richtig, das ist, als würde sich das so straff ziehen unterm Auge. Das ist richtig, richtig toll. Also das ist auch parfümfrei komplett. Und das, dieses Gel, auf das möchte ich nicht mehr verzichten. Ich habe das Gefühl, die Augenpartie wird wirklich sofort nach der Anwendung, wenn das Produkt eingezogen ist, mit einem Sofort-Effekt geklettet. Da bin ich echt ein Fan von. Gehe ich schon immer ganz sparsam mit den Produkten von Dalton, weil ich denke, oh, die dürfen jetzt nicht leer gehen und so weiter. Aber das ist ja Blödsinn, ne? Man muss seine Hautpflege dann auch schön benutzen. Dann habe ich die Oyster Skin Balance mattierende Maske neu. Meine ist nämlich auch fast leer. Und das ist die Maske, wovon ich eben geredet habe, für Mischhaut. Ne, das ist so eine dunkle Maske, so eine mattierende. Und das kann ich euch ja auch direkt mal aufmachen und mal zeigen, wie die aussieht. Die sieht nämlich ein bisschen anders aus. Ich liebe diesen Duft, die riecht schon so klärend, riecht die irgendwie. Das ist eine sehr schöne klärende Maske, gerade auch auf der Nase. Und ich kombiniere das manchmal auch gerne. Dann mache ich gerne im Gesicht die Q10-Maske und dann in der, also im restlichen Gesicht und auf der T-Zone dann einfach die
Oystermaske. Also das kann man auch so ein bisschen kombinieren. Augenpatches drauf, der Rest aus Stirn und so weiter, Q10 und dann einfach die Oystermaske auf die Nase, auf die Problemzonen sozusagen. Das kann man ja auch schön machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr tolle Maske und die wandert bei mir direkt ins Bad. Die Sachen kommen auch immer sehr schön verpackt, finde ich. Ihr habt rundherum richtig tolle Infos nochmal hier drauf. Hier steht zum Beispiel auch, dass das ein Pflegekonzept für feine Poren und einen mattierten Teint ist. Mattierende und entzündungshemmende Austernmaske für eine unreine und fettige Haut sowie Mischhaut. Ein- bis zweimal wöchentlich nach der Reinigung. 15 Minuten bleibt das drauf. Also ihr habt, oh, hier ist auch der Spatel drin. Darf ich nicht vergessen. Finde ich auch cool, ihr habt immer einen Spatel mit dabei bei Dalton, ne? Ja, dann habe ich mir nochmal nachgeordert das Triple Ceramide Serum. Das habe ich jetzt auch komplett wieder einmal aufgebraucht. Das ist wirklich auch sowas, was ich euch definitiv empfehlen kann. Das ist ein super geiles Produkt, was die da rausgebracht haben. Also das ist mit mein Liebstes mit dem Hyaluron Booster und das ist einfach ganz toll. Und das hilft der Haut, diese Hautschutzbarriere zu erhalten und aufzubauen. Und Ceramide sind richtig, richtig gut. Hier ist Panthenol mit drin, was so ein bisschen beruhigt und ja, Ceramide sind einfach toll für die Haut, für die Hautschutzbarriere und das ist so ein bisschen, dient das auch dem Schutz, ne? Hier sind halt 3 Ceramide mit drin, Panthenol und dann goldener Seetang, meine ich, ist mit drin. Auf jeden Fall ist das eins meiner absoluten Favoriten und das wollte ich euch auch unbedingt nochmal zeigen. Das kommt oben mit einem Pumper eben und lässt sich schön dosieren. Ist wirklich toll. Ich habe das auch im Schwimmbad jetzt in meiner Schwimmbadtasche. Das werde ich jetzt aber wieder ins Bad tun. Ich habe ja jetzt ein kleines mit dabei gehabt und dann werde ich das kleine fürs Schwimmbad nehmen. Ich finde immer gerade nach dem Schwimmbad, wenn die Haut so ein bisschen wie ausgetrocknet ist, das dann aufs Gesicht, das ist eine Wohltat, Leute. Ich kann es euch sagen, ich finde es so mega. Und ja, das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr gerade denkt, eure Hautschutzbarriere muss so ein bisschen aufgebaut werden. Ihr könnt das aber auch so, um eure Hautschutzbarriere einfach ein bisschen aufrecht zu erhalten, könnt ihr das auch benutzen. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsprodukt von den Boostern. Genau, und dann habe ich mir noch was ganz Neues mitbestellt. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist der Natural Corrector. Und zwar ist das ein Aufbauserum, enthält Vitamin A und E, Mineralien und hochwertige Lipide. Wie Jojoba und Sonnenblumenöl zur intensiven Regeneration der geschädigten Haut. Die leichte Textur des Serums zieht schnell ein, ermöglicht eine Penetration in tiefere Hautschichten. Narben erscheinen weicher und flacher. Anwendung nach der Reinigung auf das Gesicht und betroffene Hautareale auftragen und gut einarbeiten. Für ein reichhaltiges Pflegeergebnis empfehlen wir, der Natural Corrector 24 Stunden Pflegecreme abzuschließen. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe euch ja eben gesagt, ich habe mir meine Hautschutzbarriere so ein bisschen kaputt gemacht, ne? Und das habe ich noch nie probiert, dieses Produkt. Vitaminregeneration, das werde ich auf jeden Fall austesten. Kommt auch oben mit so einem Pumper und ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen echt interessant, wenn ihr euch auch so den Hautschutzmantel so ein bisschen kaputt gemacht habt und wollt, dass eure Haut sich regeneriert. Ich glaube, diese beiden Produkte, Triple Ceramide und Natural Corrector, passen sehr gut zusammen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und werde euch dann auch berichten, wie ich das Produkt finde, wie das mit meiner Haut matcht. Ne? Ja, Leute, das sind auf jeden Fall meine Dalton-Neuzugänge. Und ich finde diese Beauty-Trendboxen wirklich toll als Geschenk. Ne? Und wie gesagt, denkt, wenn ihr bestellt dran, dass ihr euch die Proben mit in den Warenkorb legt, dann habt ihr nochmal ein bisschen mehr zum Testen. Hier, das ist zum Beispiel jetzt ein porenverfeinerndes Konzentrat, das habe ich jetzt auch noch nicht getestet, aus der Auster-Reihe. Und dann einmal die Q10 Creme Maske. Na, die tue ich euch mit in ein Verlosungspaket irgendwann rein. Ne? Ja, auf jeden Fall freue ich mich total, dass ich wieder einen Code für euch habe. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen, die ihr mit Dalton gemacht habt, mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Meine Mama liebt auch mittlerweile Dalton. Ich kenne so viele, die mittlerweile Dalton infiziert sind und ja, es keine Minute bereuen. Die Produkte sind ein bisschen hochpreisiger. Ihr habt dafür aber super Service. Ihr habt super Produkte, die kontrolliert sind. Aus Deutschland ist die Marke und ihr habt Institut Kosmetik, die wirklich sehr, sehr gut ist. Ne? Und ihr bekommt ja auch regelmäßige Rabattcodes von uns Mädels, wo ihr dann halt immer auch ein bisschen was sparen könnt. Ne? Das lohnt sich dann halt auf jeden Fall. Jetzt war ja Black Friday gewesen, da gab es auch super tolle Rabatte und also Singles Week. Und da muss man halt immer ein bisschen die Augen offen halten. Der Adventskalender hat mir auch richtig gut gefallen dieses Jahr. Da war eins meiner liebsten Produkte mit da drin. Und ja, sehr, sehr schön. Ich würde mich jetzt verabschieden. Vielen Dank, dass ihr hier wart, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Woche und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi.